Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, haben wir für euch 5 Tipps vorbereitet. Jede Woche gibt es mindestens ein Video mit 5 neuen Tipps zu eurem Mercedes-Benz. Egal welcher. Oder, naja, doch schon, eigentlich eher die neueren Baureihen. Jetzt haben wir uns mal hier ein CLA gesetzt. Aus 2018. Also für unsere Verhältnisse schon etwas älter. Nichtsdestotrotz aber immer noch ein brandheißes, aktuelles, neues Auto eigentlich. Damit ihr diese Tipps nicht verpasst, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und kommentiert gerne eure Tipps und auch Fragen, die ihr habt, denn davon können wir nur profitieren. Jetzt aber genug, wir würden jetzt mit dem Video starten. Ich bin immer ein Freund von Hilfe zur Selbsthilfe und oftmals wird da gesagt, guckt doch in die Betriebsanleitung. Also ich lese es oft bei uns in der Mein Anders TV Facebook-Gruppe. Also wenn ihr Bock auf ganz viel Unterhaltung habt und ganz viel neue Themen, dann schaut in der Gruppe vorbei und ich erkläre euch jetzt mal, wie ihr euch selbst helfen könnt. Also wir befinden uns hier im CLA mit der NTG 5.1 und jetzt geht es um die Betriebsanleitung, weil oftmals ist es ja so, man findet nicht immer alle Informationen, die man braucht und dafür gibt es eine Betriebsanleitung hier im Fahrzeug. Dafür gehen wir durchs Menü und wählen den Punkt Fahrzeug aus und unter Punkt Fahrzeug haben wir auch den Punkt Betriebsanleitung. Und da ist es ja so, in der Betriebsanleitung, die wird jetzt einmal geöffnet und geladen, haben wir die Möglichkeiten zum Beispiel nach einem Stichwort zu suchen, nach Highlights oder aber, wenn man nicht weiß, was man sucht, kann man den Punkt visuelle Suche auswählen. Und bei der visuellen Suche ist es ganz schön, wenn man ungefähr weiß, wo sich das Thema befindet, kann man hier den Punkt auswählen, zum Beispiel visuelle Suche, dann sehen wir Seitenfenster, Außenspiegel, Notentriegelung, Fahrertür, also ganz, ganz viele Punkte, die mir visuell darstellen, wo ich mich gerade befinde und anhand dessen kann ich zum Beispiel schauen, wo ich das nachgucken kann. Was gibt es denn hier zum Beispiel zum Thema Motorraum? Jetzt kann ich jetzt schon mal wichtige Sicherheitshinweise, aktive Motorhaube, Motorhaube öffnen und schließen. Also da finde ich alles, was ich zur Motorhaube wissen muss. Und wie gesagt, wenn ihr was finden wollt und nicht wisst, wie es heißt, dann schaut zuerst hier in die visuelle Suche in der Betriebsanleitung und vielleicht kommt ihr dann selbst schon zum Ergebnis. Und wenn das nicht reicht, dann schreibt eure Frage einfach in die Mein Anders TV Facebook-Gruppe und da wird euch auf jeden Fall schnell geholfen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Und da sich viele von euch gewünscht haben, dass wir nicht immer nur was zum MBUX-System machen, haben wir jetzt, wie gesagt, die NTG 5.1. Und hier haben wir die Möglichkeit, einmal das Command zu nutzen als Navigationssystem oder wie hier das Audio 20 mit dem Garmin Map Pilot. Das heißt, das ist ein externes Navigationssystem, was hier mit eingebunden wird. Beim Garmin Map Pilot gibt es verschiedene Meinungen drüber, da werde ich jetzt mal nichts zu sagen. Nichtsdestotrotz haben wir auch viele verschiedene Möglichkeiten, Einstellungen und versteckte Funktionen zu finden. Und eine davon ist die GPS-Simulation im Navigationssystem. Und da ist jetzt meine Frage an euch, weil ich mir nicht ganz genau sicher bin, wofür ich es brauchen würde. Aber wir probieren es mal aus und dann sagt ihr mir in den Kommentaren, wofür man es nutzen könnte. Als erstes gebe ich ein Ziel ein. Und dann gehen wir mal auf kürzlich gefunden. Karksburg. Habe ich auch nicht gehört. Nehmen wir mal Karksburg. So, jetzt gehe ich auf Starten. Jetzt habe ich die Zielführung drin. Und es passiert erstmal nichts weiter, außer dass das Navi diese Zielführung berechnet. Sogar relativ schnell. Jetzt habe ich aber noch eine weitere Möglichkeit. Ich beende die Route einmal. Und gehe in die Einstellungen. Gehe dann auf den Punkt System. Und habe hier den Punkt GPS-Simulation. Wofür auch immer es gut ist. Ich wähle es an, starte jetzt nochmal meine Zielführung, diesmal mit GPS-Navigation, Simulation, wähle Karksburg auf, gehe auf Starten und jetzt schauen wir mal, was passiert. GPS. In 100 Metern links abbiegen in die Straße. Ist jetzt mal ausgeschaltet. GPS-Simulation ist aktiv. Diese Route simulieren. Und jetzt kann ich diese Route simulieren lassen. Und das Fahrzeug macht jetzt Folgendes. Das Fahrzeug fährt los, ohne dass ich fahre und simuliert mir die komplette Route. Also schau mal hin. Jetzt biege ich hier links ab, obwohl ich stehe offensichtlich. Die Geschwindigkeit geht sogar hoch. 18 km/h fahre ich wohl gerade. Was macht er jetzt? Das biegt er links ab. Und das Auto fährt los. Obwohl ich hier stehen bleibe. Also, seht ihr, was passiert? Das Fahrzeug fährt jetzt die komplette Route ab. Ist schön und gut. Aber ich
Ich kann den Sinn noch nicht ganz erkennen. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das nutzen würdet und wofür ich das, diese GPS-Simulation nutzen könnte. Und probiert es mal aus, ob es bei euch auch funktioniert. Denn das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mir selbst noch nicht so ganz erklären kann. Aber testet es mal und für mich war es eine versteckte Funktion, die ich selber nicht kannte. Tipp Nummer 3 geht los und dafür gehen wir nochmal zurück in die Fahrzeugeinstellung. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist im Endeffekt dafür da, wenn ihr ein neues Auto habt oder euer Auto mal neu kennenlernen wollt. Es gibt nämlich, wir haben es ja schon oft gezeigt, in den neueren Fahrzeugen gibt es die Möglichkeit, Profile anzulegen und dadurch wird man durch einen Einrichtungsassistenten geführt, der einem sagt, was es zu tun, um alle wichtigen Einstellungen im Fahrzeug zu nutzen und das Handy zu koppeln oder auch das Fahrzeug dann perfekt bedienen zu können. Das gibt es hier auch schon und zwar, nämlich ganz wichtig, unter Systemeinstellung haben wir hier den Punkt Einrichtungsassistent. Und der Einrichtungsassistent führt mich quasi komplett durchs System und sagt mir, was ich tun muss, um, wie gesagt, alles perfekt vorzubereiten. Wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich auf einmal Einrichtungssprache Deutsch, Display, also das ist dann die Helligkeit automatisch. Ich habe den Namen wieder vergessen, was TA heißt. Auf jeden Fall ist es dafür, dass der Verkehrsfunk angesagt wird. Automatische Zeit, mache ich mal ein. Keine Zeitzone ausgewählt, Zeitzone. Was haben wir denn hier? Da. Deutschland, automatisch. Dann ist es auch gespeichert. Zeit manuell einstellen möchte ich nicht. Jetzt gehe ich auf Fortfahren. Das sind also schon mal die ersten wichtigen Einstellungen, die ich hier vornehmen kann. Jetzt gehe ich auf Fortfahren und kann jetzt, Sie haben den Einrichtungsstand erfolgreich abgeschlossen, möchten Sie die Gerätesuche starten. Und jetzt werde ich sogar dazu aufgefordert, mein Telefon zu verbinden. Ich öffne im Handy die Bluetooth-Einstellung, gehe auf neues Gerät verbinden, verbinde das Ganze über Fahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug sucht jetzt mein Telefon, ausgewählt, als Haupttelefon verbinden, als Bluetooth-Gerät verbinden und theoretisch kann ich noch ein zweites Telefon verbinden, dass ich dann zwischen diesen zwei Telefonen hin und her switchen kann. Ich kopple das Ganze, erlaube, dass meine Kontakte übertragen werden dürfen und schon ist mein Handy auch verbunden. Also, das war natürlich jetzt ein kurzer Einrichtungsassistent, aber wenn ihr zum Beispiel sowas wie automatische Zeitzone oder die Sprache nicht richtig eingestellt habt, dann werdet ihr direkt darauf hingewiesen und könnt so perfekt die Einrichtung in eurem Auto vornehmen, inklusive der Kopplung des Telefons. Also wenn ihr ein neues Auto habt, versucht es damit und vielleicht hilft es euch. Angekommen bei Tipp Nummer 4, kümmern wir uns jetzt um die Dynamic Select Taste. Und zwar können wir über die Taste die verschiedenen Fahrprogramme auswählen. Ich kann zum Beispiel hier auswählen, das wird auch im Tacho angezeigt, aber auch hier, das Fahrprogramm Sport, das Fahrprogramm Individual, Eco oder Komfort. Und bei all den Fahrprogrammen steht immer hier, was dort eingeschaltet ist. Sprich Motor sportlich, Lenkung sportlich, Start, Stopp an, Klimatisierung auf Komfort. Was passiert aber, wenn ich mein eigenes Fahrprogramm anlegen möchte? Dann wähle ich den Punkt Individual und kann jetzt hier Anpassen auswählen. Und unter Anpassen kann ich jetzt meine eigene Konfiguration auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt den Motor anpassen möchte, der steht jetzt hier auf Sport in meinem Individualfahrprogramm, gehe ich drauf und wähle dann, der soll auf Eco stehen. Dann wähle ich die Lenkung aus. Bestätige das Ganze und kann jetzt bei der Lenkung zum Beispiel sagen, die Lenkung möchte ich straff und sportlich haben. Wähle ich auch aus. Start, Stopp, mache ich aus. Und die Klimatisierung könnte ich theoretisch auf Eco stellen, dass da möglichst auch die Klimatisierung verbrauchsarm eingestellt ist. Aber das kann im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt also auch hier schon euer eigenes Fahrprogramm anlegen und dieses dann unter Individual auswählen und ja, probiert es mal aus, was für euch vielleicht schön ist, weil bei einigen Leuten ist es ja so, die mögen zwar die straffe Abstimmung der Lenkung, möchten aber nicht, dass der Motor immer, ich sag mal, immer auf sportliches Fahren aus ist und auch relativ spät schaltet. So kann man es im Endeffekt umstellen, dass man einfach sagt, ich möchte den Motor zwar komfortabel haben, aber die Lenkung möchte ich sportlich haben. Oder sogar umgekehrt, ich möchte den Motor sportlich haben, aber die Lenkung komfortabel. Also da gibt es viele Variationen und das könnt ihr ganz einfach selbst festlegen und könnt dann das Fahrprogramm individual für euch so hinterlegen, wie ihr es haben möchtet. Bevor wir zu Tipp Nummer 5 kommen, habe ich noch selbst einen Tipp für euch. Das Wetter ist wieder gut, die Sonne scheint, das Auto muss sauber sein. Wir haben für euch noch ein paar Profi-Pflegesets auf Lager. Ich bin mir nicht sicher, wann die neue Bestellung kommt, deswegen, wenn ihr jetzt noch was haben sollt, dann seid schnell, nicht, dass wir dann ins Leere laufen. Jetzt aber zu Tipp 5 und zwar geht es da um das Tempomat und um den Limiter. Denn wir haben hier im Auto ein Tempomat und der Hebel befindet sich hier unten am Lenkrad. Das heißt, wir können mit dem Tempomat hierüber die Geschwindigkeit regeln, sprich
Taste nach oben, Geschwindigkeit erhöhen, Taste nach unten, Geschwindigkeit verringern, Geschwindigkeit wieder anfahren, zu mir hinziehen, Tempomat ausmachen, von mir wegdrücken. Jetzt gibt es hier draußen aber noch so einen silbernen Knopf, wo ich draufdrücken kann. Und Julian, wenn du mal den Griff kannst du den von vorne filmen? Ich muss jetzt dafür einmal das Auto starten. So, also ihr seht jetzt, hier steht LIM, reindrücken. Ich drücke drauf und jetzt leuchtet dieser gelbe Punkt hier. Das heißt, der Limiter ist aktiviert. Jetzt ist die Frage, wofür ist der Limiter eigentlich gut? Weil eigentlich Tempomat macht man an, um entspannt durch die Gegend zu fahren und sich nicht um die Geschwindigkeit zu kümmern. Der Limiter ist dafür da, um eine Höchstgeschwindigkeit einzugeben und das Fahrzeug würde dann nicht schneller als die Höchstgeschwindigkeit fahren, bis ich den Kickdown-Punkt überwinde. Das heißt, ich muss einmal kräftig aufs Gaspedal treten, damit das von mir festgelegte Limit überschritten werden kann. Und wie mache ich das? Wenn jetzt dieses LIM leuchtet, dann ist der Limiter aktiv, das Tempomat dementsprechend ausgeschaltet. Wenn ich jetzt hochdrücke, dann sehe ich im Tacho eine Geschwindigkeit, die ich mit kleinen Schritten um 1 km erhöhen kann, mit großen Schritten um 10 km/h. Bedeutet also, jetzt würde das Fahrzeug maximal 80 fahren und ich kann meinen Fuß im Endeffekt dann voll aufs Gas legen, das Fahrzeug fährt maximal 80. Ist gut. Und wenn ich diesen Punkt überwinden möchte, müsste ich dann einmal kräftig aufs Gaspedal treten, um schneller als 80 zu fahren. Sehe ich denn irgendwo im Tacho, dass der aktiv ist? Genau, im Tacho sehen wir es nicht, aber wir sehen hier in der Mitte in der Anzeige, dass das Limit bei 80 km/h liegt. Und auch da bitte darauf achten, es kommt immer wieder vor, dass Leute in die Werkstatt fahren, was ich auch vollkommen verstehen kann. Also es ist halt immer nur lustig zu sehen, dass das tatsächlich geht, einfach weil das Unwissen da ist, dass man es nicht, man weiß es aber nicht besser. Es gibt Leute, die kommen dann aus Versehen auf diesen Knopf hier und der Limiter ist dann als erstes auf 30 km/h eingestellt. Das heißt, man kommt auf den Knopf, aktiviert den Limiter und das Fahrzeug fährt nur 30 und man weiß nicht, was man tun soll, weil man einfach nur 30 fahren kann. Außer man drückt Vollgas, was aber ja nicht immer sofort klar ist, dass man das tun müsste. Also, wenn dieses LIM leuchtet oder ihr bei einem neueren Fahrzeug LIM im Tacho stehen habt, dann habt ihr auf jeden Fall einen Limiter aktiv und dann geht weder Tempomat bzw. Fahrassistenzpaket und ihr könnt dann nur die bestimmte Geschwindigkeit fahren, bis ihr, wie gesagt, voll aufs Gaspedal tretet, um dann diesen Punkt zu überwinden. Probiert's mal aus und vielleicht könnt ihr auch jemanden damit ärgern und sagt, ey, das Auto ist kaputt, fährt nur 30. Das war's von mir. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Heute, wie immer, hinter der Kamera Julian Giesecke und mein Name ist Joschka Gossel vom Autohaus Anders und Tochter. Rock and roll with an attitude.